Willkommen zurück, meine Damen und Herren, hier auf 99 Damage mit mir, Bill Knochen und unserem Co-Mod, dem Moose. Und damit gehen wir hier in die Knife Round auf der zweiten Map. Ninjas in Pyjamas gegen Mouseports. Jetzt gilt's. So muss alles funktionieren hier bei den Mäusen. Alu noch mit 100, wird geholt und Mouseports macht hier die Piste, die Knife klar. Wollen wir erstmal damit beginnen. So, Seitenwahl. Und man bleibt auf der T-Seite stehen. Ja. Also, nichts Ungewöhnliches. So, macht's noch einmal, liebe Mausjungs. Holt euch diese Map. Aber Nip auf das 2 ist einfach eine Bank. Das ist kein einfaches Spiel hier. So, Vor ist unten schon in der Mitte drin, ne? Indoors. Und Getright pusht schon Mitte hoch. Ah, sie aimt ab. Gob, er aimt ab. Hat er was gesehen oben Mitte? Getright die jetzt bekommen. Maus pusht nicht Cutters, um da irgendwie greedy zu werden. Getright nochmal Hits bekommen. Guckst dir an, der A-Spot ist komplett offen, aber ja. Nip. Zu zweit auf dem B. Weiß genau, was sie vorhaben. Jetzt kommt Dennis runter. Und er wird von Forrest abgamed. Boah, schöne Flash da unten, ganz wichtig gewesen. So, Gob kriegt Hits. Forrest muss sich da aber zurückziehen. So, noch 30 Sekunden Zeit knapp. Chris macht den Frag am B. Jetzt wird der B gesplittet. Rotiert. Und Alu bitte. Und er verreist. Aber noch zwei Leute am B noch von Nip. Chris Forrest muss jetzt arbeiten. Nochmal Hits. Nix ist. Schön. Ist down. Forrest down. Starkes Ding. Und jetzt Getright. Gob B in die 10. Base unten reingegangen. Damit wird Getright nicht mehr rechnen. Und jetzt Gob. Oh nein, nein. Oh! Nice. Doch, 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 doch! Goppy eröffnet hier dieses Spiel mit einem Knife-Kill. Mit seinem Kebab-Knife. Also, der Dönerspieß brennt, Freunde. Und Getright kann nichts anderes als einen Smiley dahinterher jagen. OP, da bleibt er eine ganze Halbzeit lang mit cool. So. Maus wieder relativ langsamer Aufbau. So wie es sein sollte gegen die Anti-Ecos. Jetzt geht die lange Richtung kurz. Und da steht Getright mit dem Max 7 auch. Ja, und der ist jetzt wütend. Das ist wie wenn du mit dem Stock in ein Bienennetz stichst. Da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Sie haben noch zwei Smokes, also B-Split könnten sie auch wieder spielen. Jetzt Chris J mit der Scout. Getright, Max 7. Egal wer hüpft, trifft. Das wird der B-Split. So, da ist er, der Frag. Mal gucken, ob er direkt durchpusht. Schöne Flash dort vor Door. D-Back down, Forrest.
Forrest kriegt den Kill. Jetzt noch gegen Dornfeld. Schön. Und man ist drauf auf dem Spot. 8 Sekunden. Bombe. Wird gelegt. Get right kommt nicht weg. Get right macht den Frag. Next kommt nicht weg. Und Speedy jetzt gegen Alu. Dennis low. Und er weiß, wo Alu kommt. Und Speedy kommt raus. Speedy ist raus. Kein Kit dort bei Alu bisher. Speedy geht super defensiv. Nur angefaked. Speedy, alles cool. Er hat auch kein Kit, das schafft er sonst nicht mehr. Ja. Sehr gut. Schön runtergespielt noch, aber super enge Runde. Was für eine knappe Runde wieder. Ja, Get Right wieder, zweimal erfolgreich. Also wenn man den Kerl einmal sauer macht, muss man mit den Konsequenzen leben. Man könnte ihn allerdings nochmal knifen. So, Alu jetzt kurz hochgepusht. Get Right jetzt mit der Mac 7 am B-Spot. Und Alu erfolgreich. Das Gute ist, dass sie diesmal nicht an die Waffe rankommen. Nicht so wie auf Train aim. Man spielt gegen zwei Waffen. Mit drei Mann am B. Kurz Mitte komplett offen. Und man entscheidet sich wieder für den B-Go. Oh, das ist gar nicht gut. Nein, weil Get Right hat wieder eine richtige Ekelpose und er steht umgedreht, sodass er nicht geflecht wird. Und da sind gerade die beiden Pistol-Monster auch noch mit auf dem Spot. Freeberg und Forrest. Ja, das kann ganz böse enden für Mousebots. Das ist so. So, und jetzt geht's los. Get Right um, macht den ersten. Macht keinen zweiten, aber Forrest ist da. Ja, Freeberg auch. Ja, ich sag's ja, da sind die Pistol-Maschinen und Get Right auch mit dem Frack gewesen. Schwerster Spot. Und Speedy bringt die Waffe über die Zeit. Ein äußerst ungünstiger Save. Denn Maus, dadurch, dass Speedy jetzt diese Waffe über die Zeit bringt, kein Geld bekommt, wäre Maus fast gezwungen, halt irgendwas zu kaufen, damit alle wieder gleich auf sind. Ja, und da kommt auch der Force. Also richtig angesagt dann jetzt von Maus. Denn ansonsten bringt diese Waffe von Speedy überhaupt nichts. Aber wie viel Geld Nip schon wieder hat, obwohl sie jetzt erst die eine Runde gewonnen haben. Ja. Speedy 250. Molly kommt auch noch oben drauf. Macht keinen weiteren Damage. Aber komm. Close an kurz. Und da steht jetzt Exist mit dem X7. Und das ist halt einfach eine Money-Maschine. Diese Waffe. So, gebündelt wieder in der Mitte. Forrest Flash gegen einmal. Forrest mit der AK da oben. Jetzt kommt er runter. Posi gewechselt. Dürfte gesehen worden sein. Jetzt wird sofort geschoben Richtung Kurz und da Exist. Ist Exist. So, zumindest einen wissen sie. Alu aber noch an der Schräge. Alu macht richtig Damage dort. Richtig Damage. Forrest. Also gegen den Mann zu spielen ist einfach keine Freude. Für mich nach wie vor der beste Spieler der Welt. Auch wenn er die Formkurve in letzter Zeit immer ein bisschen am Schwanken ist, aber trotzdem auch ein schwankender Forrest ist ein starker Forrest. Ja.
Und Alu macht hier einfach ein Bombenspiel jetzt gerade in diesem Halbfinale. Get Right von hinten schnell wieder gepusht. Forrest lobt dann nochmal die Shots, die er gefangen hat von Nex, aber überlebt hat er dennoch. Ich hoffe, dass sie sich jetzt nicht einschüchtern lassen davon, von den letzten Runden jetzt. So, jetzt Alu an der AWP dran. Einfach jetzt auch mal was Offensives dann spielen, nicht so Navi-Style mit 20 Sekunden auf der Uhr. Man sammelt sich wieder in der Mitte. Ja, Forrest spottet. Friedberg wird dann gegenflächen. Forrest wartet hinter der Wand, um da eben nicht blind zu werden. Jetzt haben sie sich gerade umgedreht. So, Exister. Mit Goal von Gott. Starker Frag. Alu mit Ave wartet. Gott wieder Mini-Step. Mit seinem klassischen Mini-Step. Ja. Alu hat noch auf einer P bekommen. Kann eigentlich jetzt auch direkt B komplett weggeschoben. Waren da alle Richtungen Base verschoben, aber jetzt zieht man sich da wieder zurück. So, 30 Sekunden auf der Uhr. Und Speedy kommt als Backstabber über lang dann. Gott, über 10. Base unten hoch. Und Alu! Einer P immer noch, dieser Alu. Bei Deadright steht alles. Und jetzt Speedy an lang und er muss wieder weggehen. Gibt's doch nicht. Eigentlich wird das super gut gespielt von Maus. Und dann kommt da wieder diese Wahnsinns-Einzelstärke von Getright, der da aufräumt. Und Alu mit seinem 1 AP auch noch wieder einen AWP-Shot raus. So close gegen CT Base, Scott B dort hoch. Wo er vorher nicht mal irgendwie im Fokus war. Aber dem gelingen heute dann wieder diese Zaubershots. Schön von Speedy, öffnet die Runde gegen Get Right offensiv an Lang. So, Exist noch Lang. Kriegt auch die Hits. Und jetzt wird er überfahren, hoffe ich. So, der Rest jetzt raus. Und Dennis nach unten in der Mitte. Oh, hab bitte gutes Timing. Die Frau ist jetzt gerade. Jetzt Chris müsste einfach nur mal oben ein bisschen schießen, damit sie Richtung Mitte hochschauen. Irgendwer muss doch mal Party machen für Dennis. So, der weiß jetzt Bescheid, dass da unten was drin ist. Kurs kommt auch. Und auf den nächsten erfolgreich gegen Friedberg. Maus weiterhin in der Überzahlsituation. 4 gegen 3, 40 Sekunden auf der Uhr. Exist jetzt zwei Mann Mitte gesehen. Und B kommt vor. Chris J gegen Forrest. Oh. Forrest, was für zwei Dinger wieder von ihm. Eigentlich auf Chris J geaimt, aber Nex läuft in den Headshot rein und dann nimmt er noch Chris J hinterher mit. Jetzt gegen A-Spot. Und da ist Alu mit der Ave. Kann er hier wieder seine Bumshots rausdrücken. Ersten hat er. Gott, B wurde gesehen. Drop. Aber die Bombe liegt kurz down. 8 Sekunden auf der Uhr. Und die Ave. Oh, er kriegt über die Zeit. Puh. Ja, aber der Call war auch dann nicht der richtige wieder. Das haben wir jetzt schon 2-3 Runden gesehen, dass dann doch auf den Spot geht, wo dann die Mehrzahl steht noch. Ich meine, Exist war vorhin Doors dann geschoben. Ja, Forrest, aber vor, also sie wollten ja auf dem B, da war nur Forrest. Ja, Exist war aber schon vorhin Doors. Der ist ja rüber Mitte gesprungen. Ja. Und aber wenn Forrest fällt, kann Exist eigentlich erstmal nicht den Spot einnehmen. Also, ne? Vielleicht ist es halt nicht damit, dass er da so zwei Dinger wieder raushaut.
Jay gegen Aluhits gesetzt. Legshot mit Aave. Maus jetzt nochmal mit einem Late Lango. Oder vielleicht gobt da Speedy nur rein. Nein. Sie spielen 3-2 Split. Ja. Nipp steht in Linie. Get right in der Grube. Immer schwer. Gerade blind. Kurz geht durch. Exist. Mal gucken, ob sie ihn erwarten. Ja, macht den Frag. Ja, Alu down. Und jetzt get right in der Grube. Und Gob B kommt immer noch von hinten. Stay. Legt er offen. Hallo. Er kriegt den Blend nicht durch. Weil er dann nochmal irgendwo anhakt und nichts blenden kann. Und dann wird man nervös und dann fallen die Frags. Da kommt man eigentlich wieder so gut auf den Spot rauf. Und dann blendet er offen, get right in der Grube drin. Und jetzt wird die Pause gecallt hier von Gob. Ja. Jetzt muss man hier wirklich mal ein bisschen sortieren und sprechen, wo da gerade die Probleme sind. Warum man da nicht auf den Spot oder Plant kommt oder was auch immer. Ach. Das ist dann wieder so eine Pechdinger. Das ist dann wieder so ein bisschen Nervosität. Also, läuft gerade nicht. Was darf denn passieren? Ich meine, Chris Jay ist ja jetzt nicht erst seit gestern in der Szene. Und sie wissen, dass Get Right noch lang ist. Ja. Ach. So eine kleine Fehler, die dann wieder eine Runde entscheiden. Ja, und dann halt die Zeit. Also auch ja. Da muss Maus noch ein bisschen optimieren halt. Ist halt typisch wie Hellboy das Navi, die dann wirklich ein paar Runden dann verlieren, weil sie halt keine Zeit mehr haben. Aber sie spielen es halt trotzdem so weiter und das passiert bei Maus auch gerade. Dass sie wirklich sehr late den Go machen und dann irgendwo reinrennen einfach. Ja, was muss man auch anders machen? Müssen die einfach aggressiver spielen, auf die Picks gehen, oder? Also, erstmal müssen sie halt irgendwie die Lücken finden. Man läuft halt immer in das Nest rein, wo gerade die meisten Spieler sind. Ja. Nip hat dann immer das Timing halt auch. Get Right, der dann beispielsweise weiß, wann er pushen muss und so weiter. Alu, der halt momentan gut seine Hits trifft. Und dann ist das halt einfach exakt schwierig. Aber Mausbot spielt auch hier wieder ein bisschen anders als gegen Envy. Klar, es ist ein anderer Gegner, pipapo, aber diesen schönen A-Kurzgo, den wir von ihm gesehen haben. Ja. So, und dann wird Chris J so geholt. Das ist halt wieder... Tut halt dann wieder weh. Get right, blind, hittet der Dennis auf 50 runter. Da kommt halt dann wieder das eine zum anderen zusammen. Ja. Hallo, jetzt mit der Aave wieder. Wird noch jetzt gewuselt auf den Spot oben. Ja. Und jetzt wird es wieder sehr schwer, dass man da über lang kommen kann. Mit Alu. Oh, schöner Headshot von Gob. Kann kein mehr machen. 2 gegen 3. Überzahl. Und vor allem auch schon Foul. Macht den ersten. Ja, und Next hat noch 8 AP. Ersten. Und jetzt gegen Forrest. Und Forrest ja, keine Chance. 8 AP gegen Forrest. Was willst du da machen? Da fühlst du dich wie ein Bonsai-Baum gegen ihn. Und der alte Baum, der gibt ihm eine Watschen. 7 zu 2. Und Maus kriegt hier echte Probleme. Sieben Runden in Folge verloren bei Mausbot jetzt. Die Spanier sogar nochmal nur Tech 1 gekauft. Forrest in der Mitte, einfach durchgedrückt. Drei Leute, ja. Macht den vierten auch noch.
Er kassiert so gute Hits und dann fängt er sich wieder und setzt da die Shots. Max gönnt sich noch zwei. Achte Runde in Folge für Nip. Und Forrest mit 16-2-4. ...11-0-10 bei Nex. Der wehrt sich. Gateway läuft da... Pfeiler mitgeholt jetzt. So, erstmal das Gateway... Boah, aber guck mal in der Mitte hier. Freiberg macht den zweiten auch noch in der Mitte, es kann sich sein. Jay auch noch fast geholt. Naja, nicht wirklich, aber... also, der aber rennt einfach so die Mitte hoch. Ja, das sind halt so Aktionen dann, ne? Dann kommen einfach halt die perfekten Pushs. Man hat genug Geld, man braucht nicht irgendwie vorsichtig spielen, sondern kann machen, was man will. Und Nip, Alu, guck ihn dir an, was er hier schon wieder fabriziert. Und wenn sie Pech haben... Ja, der kann sie jetzt sehen. Ja. Aber er guckt nicht. What the fuck? Ja, aber Forrest ist ja auch noch in der Mitte, von daher. Ja. Freeberg, einer der besten Spieler, was Spray-Control und sowas angeht. Ja. Das hat er gerade eben wieder bewiesen. Braucht er auch mit seiner Geschossen, 180 Grad gedreht und macht den nächsten im Spraydown kaputt. So, das geht wieder lang. So, da wird geblockt. Get deshalb right. Fackelt man ab. Next fackelt auch. So, Alu in der Mitte macht hier wieder einen unglaublichen Hulk. Chris kurz durch. Dann jetzt werden wir einfach mit der Brechstange beim Haus spielen und es klappt einfach gar nicht. Ja. Jetzt macht halt einfach mal eine Runde jeder, was er will. Ja. Kann auch nochmal ein Spiel ein bisschen erfrischen und beflügeln. Aber Nip, die haben einfach keine Probleme hier, was das Geld anbelangt. 10. Runde in Folge. 15.000 bei Forrest. Alu mit 12.000. Freeberg 9.000. Exist mit 7. Einzige mit ein bisschen Geldnöten ist Getright, der da auch 6-mal gestorben ist. Also, es gibt natürlich noch eine zweite Halbzeit, aber nach diesem Train-Match hier auf das 2 wirkt mir noch eine Nummer zu groß. Eine Nummer zu ängstlich von Maus, weil die ein oder andere Sache nicht funktioniert. Nip wird gerade stärker und stärker und bereitet sich hier fürs Finale vor, wo sie dann immer ihre Maximalleistung abzurufen versuchen. Forrest wieder von seiner Bademeisterposition. Freeberg guckt auch nochmal. Guckt hier dieses Spray an! Da kann man mal ratschen für. Was ein Spray Control. Und jetzt geht's auf Autosniper. Jetzt hat man die Kohle muss raus. Alu blind in der CD Base. Hat da noch einen Schuss rausgedrückt, aber. Nee, hat er nicht. Macht jetzt nichts. Jetzt aber. Der Reflex ist nicht da, aber Forrest kommt runter. Kopf muss fallen, fällt auch. Und jetzt Freeberg. Hält da einfach nur wieder sein Rohr rein in dieses Getümmel und freut sich, dass er da drei wegknallen kann. 12-2. Mossboards kommt unter die Räder. Keine Gegner. Dennis ins Spiel mit 2 bzw. 3 Fracks nach 14 Runden. Dennis ist jetzt wieder First Frack gewesen. Ja. Es ist halt. Get right! 2 krasse Dinger wieder von ihm. Xis passt kurz auf und damit ist es wieder nur noch Nex im 1 gegen 5. Boah. Also das sitzt aber auch gerade einfach alles bei Nip.
Ihnen gelingt alles. Pushes funktionieren. Jede Waffe funktioniert von den Spielern. Man ist immer am richtigen Fleck, wo man aus Bots kommt. So, und jetzt können wir nochmal aufrufen. Das passiert, wenn man Get Right in der ersten Runde knifet. Ja. Nein, aber es ist ja gerade nicht unbedingt er, der hier dieses Spiel dominiert. Sondern es ist einfach gerade die Gesamtheit. Aber nichtsdestotrotz. Mausbots mit einem wirklich Wahnsinns-Turnier. Macht trotzdem noch einen. Boah, was ist das für ein Shot von Alu wieder? War nur der zweite. Und vor allem kommen jetzt nochmal zwei über die 10. Base. Ja, der dritte von Alu. Und Speedy geht auch down. Also. 14 Runden in Folge. Pistol bei Nip und damit sieht diese zweite Hälfte nach einer schnellen Nummer aus. Also, aber nochmal zum Zusammenfassen. Nichtsdestotrotz, Mausbots hier mit einem grandiosen Turnier als Trainingseinheit. Mit großartigen Spielen gegen Virtus Pro und Envias am Freitag. Gegen Virtus Pro, gestern gegen Envias und dann nochmal am Abend. Dieses unglaubliche Match gegen Virtus Pro, was sehr stark in ihrer Hand lag. Dann aus der Hand gegeben wurde, aber man dann nicht aufgegeben hat, sondern stehaufmännchenmäßig sich das wieder zurückgekämpft hat. Und jetzt gegen Nip hier am Tag 3. So, und Exist jetzt mit dem Molotow hinten am Lang noch. Bananex funktioniert auch nicht mehr. Dieser Holländer. Der fliegende Holländer. Und er haut noch ein Ding raus. Aber die Bombe liegt nicht für ihn. Er hat kein Equipment, nix. Das muss Get Right machen. Und er macht es. Also, dass man hier gegen Nip gewinnt oder gewinnen kann, diese Chancen waren äußerst gering. Nip, klar, der Favorit hier und das in einem Halbfinale. Aber dass Maus hier überhaupt dahin kommt und wie sie die Matches gezeigt haben, das macht Hoffnung auf mehr. Das macht Mut auf Köln. Nächste Woche geht es ins Bootcamp. Da hat man perfektes Material zum Analysieren. Vor allem, wenn es gegen Doppel-AWPs geht. Muss man da was machen jetzt. Dennis, und dann ist es das GG. Ninjas in Pyjamas gewinnen 16:2 gegen die Jungs von Mausbots. Und damit haben wir das GG. Maus geschlagen. Wir haben es zusammengefasst.